Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Heute Thema Indian Summer. Ich habe es erst verstanden, als ich gehört habe, goldener Oktober. Also Blattverfärbung am Ahorn zum Beispiel in den USA. Orange, Rot, Gelbtöne. Jetzt können wir schlecht 10 Ahornbäume bei uns in den Garten pflanzen. Dazu habe ich eine Pflanzenauswahl mitgebracht, die die Farben aufgreift. Wir haben hier einen wilden Wein, der klettert nachher schön und macht komplett rotes Laub. Sieht man hier noch auf dem Etikett, einen roten Ahorn. Der Echinacea als Staude, auch in den passenden Farbtönen. Für kleinere Pflanzen, Heucherer in den passenden Tönen. Hier einen schönen Perückenstrauch, der hat auch rotes Laub. Sieht super aus und mein Highlight ist hier Trompetenblume. Ist nachher eine Kletterpflanze, blüht früh im Sommer schon bis in den Herbst hinein. Macht richtig tolle orangefarbene Blüten. So, dann würde ich sagen, wir packen das Zeug an und ab ins Beet. So, fertig wie Hulle habe ich für euch bei mir im Garten den Indian Summer gepflanzt. Ahorn verfärbt sich noch in Orange-Rottöne. Hier Trompetenblume wird die ganze Wand zu ranken, schon im Sommer so schön blühen. Hier haben wir den Perückenstrauch und vergesst auf keinen Fall zu gießen. Die Farben sind da, USA im Garten, viel Spaß damit, ich bin raus.